Die Straßenbahn in Rostock zählt bei vielen als das wichtigste Verkehrsmittel der Stadt. Doch was ist das Besondere an ihr? Ja, Rostock war Anfang der 90er Jahre eine der ersten Städte, die im großen Umfang Niederflurstraßenbahnen eingeführt haben. Das war damals ein Segen für Rostock, weil Rostock tatsächlich eine der ersten Städte war in Deutschland, die barrierefreien Verkehr anbieten konnten. Also, dass man nicht mehr einsteigen, sondern hineingehen oder eben vor allen Dingen auch mit dem Rollstuhl rollen konnte in die Bahn. Die letzten Straßenbahnen wurden vor rund 30 Jahren gekauft und müssen nun ersetzt werden. Dafür müssten 120 Millionen Euro investiert werden, wofür unter anderem die Stadt Rostock zuständig ist. Aber was passiert, wenn diese Investition nicht bis 2020 erfolgt? Ja, dann würde es spätestens ab 2025 für uns recht schwierig werden. Zum einen müssten wir ungeplante und an sich auch unnötige hohe Kosten in die weitere Instandhaltung dieser Fahrzeuge stecken, was aber dann auch nur noch eine begrenzte Zeit gehen würde, bis dahin, dass eben Fahrzeuge nicht mehr einsatzfähig wären und es damit zu Ausfällen auf der Strecke kommt. Und das ist natürlich eine Situation, die wir uns überhaupt nicht erlauben wollen, sondern die wir unbedingt vermeiden müssen. Wenn ich nach den Vorteilen der Straßenbahn frage, heißt es, wir können damit zeitgleich viele Menschen transportieren. Aber dann hört es auch schon auf. Ich stelle mir einfach die Frage, ob wir in 30 Jahren noch Straßenbahnen in der Form brauchen. Wir werden irgendwann das autonome Fahren sicherlich bekommen, wobei wir als RSAG davon ausgehen, dass das kein Thema für die nächsten 10 Jahre ist. Und darüber hinaus glauben wir auch daran, dass unsere Straßenbahn als grundsätzliches technisches System, also mit einem Stahlrad auf der Stahlschiene zu fahren, ein System ist, was es wohl auch in 30 Jahren noch geben wird, selbst für den Fall, dass die Straßenbahn dann möglicherweise keinen Fahrer mehr benötigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Madsen nicht sieht, dass die Straßenbahn das Rückgrat unseres öffentlichen Personennahverkehrs ist. Aber ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren schon so weit sind, dass wir dieses Gut, was wir haben, also viele Städte beneiden uns um unser funktionierendes Straßenbahnnetz. Ich habe alle Bereiche gebeten, mir eine Strategie für Rostocks Zukunft vorzulegen. Das gilt auch für die RSAG. Wir haben bisher eine Strategie, die so etwa bis zum Jahr 2030 reicht. Das Kernziel darin ist, dass wir unsere Fahrgastzahlen von heute 40 Millionen auf 47 Millionen steigern wollen. Es gibt den Mobilitätsplan Zukunft natürlich. Und da geht es eben hauptsächlich auch um öffentlichen Personennahverkehr. Und da sind die Straßenbahnen eben auch ein Rückgrat. Wir sind natürlich 100% dafür. Die sämtlichen Beteiligten arbeiten, denke ich, schon an Strategien, die sie jetzt Herrn Madsen neu vorlegen werden oder wollen. Aber das, was vorhanden ist, dürfte eigentlich auch schon dafür ausreichen, dass wir jetzt anfangen müssen, uns von der autogerechten Stadt ein bisschen zu lösen. Da muss man also gezielt Pläne haben und auch Maßnahmen umsetzen. Die Straßenbahn ist mit 40 Millionen transportierten Fahrgästen im Jahr der Mittelpunkt des ÖPNV in Rostock. Und wahrscheinlich sind sie auch in 30 Jahren noch immer ein wichtiger Bestandteil des Straßenverkehrs in der Hansestadt.